Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freunde des McDonald's-Essens, es ist soweit, ich kann wieder was Normales essen. Das hier wird ein Vlog, wo ich euch mitnehme, schon ziemlich spät, wo ich endlich nach einem Monat McDonald's mal wieder etwas Normales essen kann. Und da dachte ich mir, die Freude, die teile ich mit euch gemeinsam. Wir haben 13.33 Uhr, ich habe mich gerade gewogen. Heute früh wurde mir Blut abgenommen, ich habe mich noch hingelegt, gepennt. Bis jetzt gerade eben nichts gegessen, weil ich ja auf der Waage natürlich mit nüchternem Magen stehen muss. Und ich weiß schon, was ich mir nachher reinhauen möchte. Aber das allererste, worauf ich mich richtig freue, so, wir haben hier den Kühlschrank. Dafür nehmen wir einmal hier einen frisch gepressten Orangensaft. Das ist nämlich viel geiler als dieser Fertig-Orosaft vom McDonald's. Dann nehmen wir hier die Heidelbeeren. Ich liebe Heidelbeeren. Und ich gönne mir jetzt erstmal eine dicke Ladung Eiweiß, weil davon habe ich im letzten Monat viel zu wenig gehabt. Und ich kann es nicht mehr sehen, wie meine Muskeln einfach peu à peu wegschwinden, weil ich irgendwie nur 60 Gramm Eiweiß oder sowas am Tag zu mir nehme. Ah ja, warte, eine Sache fehlt noch. Die gute alte Peanut Butter von MyProtein. Source of Protein, no palm oil. Die gesunden Fette werden hochgefahren. Da habe ich auch richtig Lust drauf. Digga, ich sag's euch, das ist jetzt gerade so eine Erlösung. Ich kann es doch gar nicht realisieren, dass ich wieder was anderes essen kann. Das ist meine erste Mahlzeit, Leute. Es schaut nicht schön aus, aber das ist etwas, worauf ich auf jeden Fall Lust habe. Ich habe Lust, meinem Körper die Liebe wiederzugeben, die er verdient hat. Ein paar Vitamine hier. Beeren generell haben viele Antioxidantien. Also so einfach. Diese einfachen Sachen haben mir einfach jetzt so gefehlt. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber ein hohes C, was ihr euch im Supermarkt kauft oder so ein Orangensaft von McDonald's, schmeckt ganz anders als ein frisch gepresster Orangensaft. Und jetzt, wo ich das gerade sehe, weiß ich noch gar nicht, was meine Blutwerte sind, ihr schon gesehen habt. Also ich weiß gerade gar nicht, wie ungesund das Ganze jetzt war oder auch wie nicht ungesund. Ich weiß nur, dass ich 700 Gramm zugenommen habe. Ich weiß natürlich, dass die 700 Gramm Fett waren, was dazugekommen ist und Muskeln, die ich abgebaut habe. Also ich schätze mal so, habe ich so 2 Kilo Fett zugenommen und ein bisschen Muskeln abgenommen. Also genau das, was man nicht möchte. Und dann packen wir es auf und Gym, wo ich mir dann etwas abhole, worauf ich auch schon die ganze Zeit Lust hatte. Und es ist tatsächlich sogar kein Döner. Als wäre das ein Cheatmeal, habe ich das Ganze runtergeschlungen. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie hat sich das so angefühlt, mal wieder sowas zu essen? Irgendwie so, als wäre das McDonald's-Experiment nie gewesen. Und gleichzeitig aber auch super schwierig zu verstehen, dass ich jetzt sowas ganz normal wieder essen kann. So, schaut euch das gute Stück an. Damit geht es jetzt auf zum Fitnessstudio. Und hier für alle, die sich gefragt haben, ob ich davon noch welche übrig habe, ich habe die aus den USA hier mitgenommen. Die sind leider leer. Das ist die letzte Dose gewesen. So, da pflanzen wir uns jetzt schön rein. Der Pre-Workout steht hier schon. Oh. Uiuiuiui. Mein Traumwagen, Digga. Und auf geht's ins Gym, würde ich sagen. Wir fahren ins Gold's Gym, denn ich trainiere heute Beine. Ich bin mal gespannt, wie sich die Kraft jetzt die nächsten Tage, Wochen entwickeln wird. Und dann wollte ich eigentlich zu Ciao Napoli Pizza essen, aber die haben Dienstag zu. Immer wenn ich ein Video filme, dann haben die zu. Ein paar Sekunden später. Pre-Workout und die gute Laune steigt, denn es geht zum Sport. Oh yes, baby. Sobald man die Freundin verlässt und wieder alleine ist oder mit Freunden, dann werden Männer zu kleinen Kindern. Den Track, den müsst ihr euch mal geben, Leute. Omega von Kollega. Den feiere ich schon seit Jahren. Also nicht Kollega, sondern den, also Kollega auch, aber den Track. Da sind so kranke Lines drin. Freunde, für Sophia gibt es jetzt einmal die Pizza hier, Patata mit Trüffelöl. Sie konnte sich gerade nicht entscheiden, ob sie die nehmen soll oder die. Und für mich natürlich eine Pizzatonne. Digga, habt ihr gerade das Gesicht von dem Kerl gesehen? Der hat mich so verwirrt angeschaut. Mit Trüffelöl. Natürlich eine Pizzatonne. Der Laden heißt Forza Napoli. Training war so mittelmäßig. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich krank werde. Ich weiß gar nicht wieso. Könnte daran liegen, dass mein Immunsystem dezent am Arsch ist. Der Laden ist direkt in Haidhausen und ich habe schon viel von dem gehört. Und eigentlich wollte ich die ganze Zeit Döner essen, aber jetzt wird es einfach mal Zeit, Pizza zu essen. Das ist halt dieses Schöne, dass ich jetzt wieder einfach frei entscheiden kann. Pizza, Döner, ist auch egal. Ich esse einfach das, worauf ich Bock habe. Ich weiß nicht wieso, ich habe darauf gerade einfach richtig Bock. So eine schöne, tomatige Pizza. Es ist zwar nicht mal super gesund, aber es hat ein bisschen Eiweiß. Und ich hätte einfach auch schon einen Proteinshake nach dem Training links trinken können, mir einen Shake mitnehmen. Aber ich denke da schon gar nicht mehr dran wegen dem Experiment. Ich habe so verlangt nach so einer neapolitanischen, geilen Pizza. Und die ist so richtig schön matschig und weich und... Das ist gerade ein 10 von 10 Befriedigung, wirklich. Wenn man von diesem Foodgasm redet, das ist das gerade für mich. Also ich schmecke das alles viel intensiver und der Teig ist so richtig schön.
Hätte nicht gedacht, dass das so geil schmeckt. Ich habe halt auch schon in den USA viele Videos gedreht und jetzt einfach einen Monat diese Hölle. Einfach eine Pizza Tonno mit einer richtig fruchtigen Tomatensauce. Sophia ist hier mit der Kartoffel-Trüffel-Pizza am Start. McDonald's, das geht an dich raus. Ich bin raus. Ich kann mir ab sofort geiles Essen. Es schmeckt viel, viel, viel geiler. Aber die Preise sind auch heftig. Die Pizza 14 Euro. Junge, was ist denn passiert in den letzten Monaten, seitdem ich McDonald's gemacht habe? Kostet plötzlich eine Pizza 14 Euro. Wir haben ein paar Stunden später, für mich gibt es die nächste Mahlzeit zu essen. Adult Ente mit Kartoffeln und Wildkräutern, hoher Fleischgehalt, getreidefreie Rezeptur, Monoprotein. Okay, so sehr kickt der Mackeson-Zug dann doch nicht rein. Aber ich merke gerade echt, was dieses Experiment mit meiner Psyche gemacht hat. Die Leute da draußen, die auch Fitness machen, fühlen das vielleicht. So dieser katabole Teufel nach dem Training. Du musst Eiweiß konsumieren. Nur Eiweiß. Finger weg vom Trennen, ihr kleinen Schlawiner. Wir haben jetzt 22:30 und ich schneide gerade mein Video. Brauche ja noch Eiweiß, aber es ist für mich überhaupt keine Option gewesen, einen Shake zu trinken. Geschweige denn so einen schönen kleinen Apfel, für den ich in McDonald's Österreich 50 Cent gezahlt hätte. Und hier 4 mal 1,79 Euro, knapp 8 Euro. Also ernsthaft. Das war jetzt gerade wirklich für mich irgendwie eine Überwindung, das wieder zu essen. Aber sind Äpfel sowas Geiles. Ich habe mich halt wirklich in jeder Situation in meinem Kopf gegeißelt und geknebelt, dass ich keinen Shake trinke und kein Obst esse. Und diese Blockade muss ich da oben erst einmal freischalten. Dann haben wir den nächsten Tag. Ich habe mir was zu essen geholt und zwar das, worauf ich eigentlich schon die ganze Zeit Bock hatte. Und ich muss mit euch ein bisschen über ein ernsteres Thema reden. Mein Frühstück heute war ziemlich gesund. Bestand aus einem Proteinmilchreis mit Obst. Und ich merke jetzt, ich dachte, das wäre gestern nur so eine einmalige Sache, dass ich doch ein bisschen mehr Schäden von diesem McDonald's-Experiment mitgetragen habe, als ich eigentlich gedacht hätte. Ich dachte so, okay, gut, ich ziehe das durch. Meine Blutwerte sind vielleicht ein bisschen schlechter. Ich habe vielleicht ein bisschen zugenommen, ein bisschen abgenommen. Aber dann gibt es noch Sachen, die sieht man nicht so auf den ersten Blick. Zum Beispiel, dass du noch nicht abonniert hast. Also lass ein Abo da. Oder was für ein Brummer dieser Döner hier ist. Junge, Junge, Junge. Bevor ich weiterrede, muss ich ja kurz reinbeißen. Wir können so froh sein, dass wir Döner in Deutschland haben. Das ist jetzt einfach ein Döner von unserem Nachbardorf und der haut mich gerade schon sowas von um. Ich glaube, ich könnte auch so easy einen Monat nur Döner essen. Einen Monat nur Döner und Dönerteller. Digga, warum ist Döner sowas Geiles? Naja, zwei Sachen. Erstens, ja, ich bin tatsächlich gestern krank geworden. Ich habe schon gemerkt, ich habe heute Nacht irgendwie schon so einen Schnupfen angefangen, überall so ein Rotz die ganze Zeit. Ich bin auf jeden Fall angeschlagen, ich kann halt nicht trainieren und ich werde normalerweise nie krank. Wirklich. Ich bin ein Mensch, ich werde einmal im Jahr krank und ich hatte einmal Anfang des Jahres schon Corona. Vor dem Experiment bin ich nochmal krank geworden. Da habe ich bei Sophia angesteckt, aber auch sehr lange ausgehalten, dass ich nicht krank werde. Ich glaube, mein Körper hat während dem Experiment die ganze Zeit sich zurückgehalten, dass er nicht krank wird. Und jetzt, wo der Druck quasi abgefallen ist, weil ich das durchgezogen habe, bricht das Ganze aus. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich normalerweise nicht krank geworden wäre, wenn mein Immunsystem komplett normal funktioniert hätte. Kann natürlich auch sein, dass es Zufall ist, es kann aber alles immer irgendwie Zufall sein. Die zweite Sache, die ist noch viel besorgniserregender, weil ich ein Mensch bin, ich habe nie Probleme mit meinem Essverhalten gehabt oder nie psychisch irgendwie dies, das, was auch immer. Ich merke aber, wie mein Körper wie so eine Sucht quasi nach McDonald's schreit. Ich könnte ungelogen wieder zum Mackey gehen und mir wieder irgendwie diesen Fraß reinhauen, der einfach so fettig, salzig, süß schmeckt. Und wenn ich so wie heute früh mir beim Frühstück eine Banane oder Obst reinhau, dann wirkte das gestern dann einigermaßen normal, aber ich merke wieder in meinem Hirn noch so eine Blockade einfach ist, die mir sagt, nein, ist das nicht, nein, ist das nicht. Und das kann sein, dass das von der Sucht nach McDonald's kommt, diese Sachen, die durch Zucker und Fett, das ist ja auch wie eine Droge, einen süchtig macht. Plus natürlich verstärkt, dass ich mich selber so gegeißelt habe und mir über einen Monat krankhaft eingeredet habe, ich muss McDonald's essen, nichts Gesundes, ich muss McDonald's essen, nichts Gesundes, ich muss McDonald's essen, nichts Gesundes. Das ist genau das Gegenteil von dem, wie ich normalerweise denke, sonst denke ich genau umgekehrt. Und das habe ich mir so eingeprägt, dass ich jetzt schon auf jeden Fall mehr ein Problem habe, gesunde Sachen zu essen, als vor dem Experiment. Das muss man sich mal überlegen, wie krank das einfach ist. Also ich denke nicht, dass das jetzt irgendwie langfristig irgendeine Störung hat. Ich werde da jetzt die nächsten Tage einfach dran arbeiten und wieder versuchen, mein Essverhalten und alles zu normalisieren. Aber ich merke auf jeden Fall, dass da eine Blockade ist. Und da merkt man auch, wie sehr ein so Essen und so zwanghaftes Essen dann wahrscheinlich auch krank machen kann oder sowas. Also bitte passt da auch auf euch selber auf. Essen sollte immer Genuss sein und bei mir ist das mein Beruf. Aber macht das bitte auf keinen Fall nach. Ich gönne mir jetzt auf jeden Fall meinen Döner. Das ist mein Abendessen, Leute. Der schmeckt richtig, richtig geil. Und morgen beginnt dann für mich auch der Mac-Marathon Reverse. 4 Wochen durchziehen. 2 Teile werden für euch rauskommen. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze nach einem Monat ausschaut. Wie viel ich abgenommen habe, Muskeln aufgebaut und wie die Form aussieht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Videos. Lasst ein Abo und einen Daumen. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Vielen Dank für den Support, Rino. Bis dahin. Over and out. Ciao.